Heute stelle ich euch wieder ein neues Buch vor. Es ist ganz, ganz klein und es ist wieder ein Buch von Christoph Maria Ligner. Es gibt ja mittlerweile schon zwei kleine Vorstellungen von ihm auf meinem Kanal. Ja, und jetzt kommt das dritte Buch dran. Wieder zu den Eckdaten. Christoph Maria Ligners Buch hat 105 Seiten, kostet 9,99 € als dieses Taschenbuch hier und ist auch dieses Mal wieder im Traditionsverlag erschienen. Wie werde ich ein Star ist eine satirische Geschichte mit der Hauptprotagonistin Christina, auch genannt als Tina, die, ja, wie der Name schon sagt, des Buches ein Star werden möchte. Aber wie genau kann sie dies anstellen? Tina pflegt diesen Wunsch aber nicht alleine, sondern mit ihrer besten Freundin Lucy und zusammen schminken sie sich und takeln sich auf wie eben die richtigen Stars. Aber da sie Gesangsstars werden wollen, hören sie auch sehr viel Musik, weil sie meinen, sie müssen sich auch mit dieser Materie natürlich auseinandersetzen und singen dann sehr, sehr viele Lieder nach. Ja, es kommt dazu, dass eine coole, große neue Band in der Stadt ist und die beiden zum Konzert kommen und durch ein paar Connections der Eltern auch mit dem Leadsänger Backstage abhängen dürfen. Der findet die Mädels ganz cool und durch weitere Connections kommt es dazu, dass die tatsächlich in dieser Band mitspielen dürfen. Sie erlebt den ganzen Star-Rummel, wird gefeiert in der Schule, überall bei ihren Freunden und steht natürlich das erste Mal im Mittelpunkt. Doch dann passiert etwas, wo sie sich entscheiden muss, ob sie moralisch handeln soll oder eher eben diesen Business-Weg gehen soll, den finanziellen, tollen Weg, wo sie ganz viel Ansehen hat. Am Ende des Buches gibt es ein sehr, sehr schönes Kapitel, in dem ganz klar aufgezeigt wird, was im Leben zählt, dass nicht unbedingt immer das Ansehen zählt, nicht die Reichweite, sondern vielleicht auch einfach die kleinen Momente mit Freunden und Familien und dass einfach das einen doch am Ende des Tages glücklich macht. Den Anfang des Buches fand ich ein bisschen übertrieben, natürlich durch dieses Satirische, aber am Ende des Buches hat es mich ja total überzeugt, vor allem mit der Aussage, die ich gerade eben schon gesagt hatte, dass Familie und Freunde viel, viel wichtiger sind als irgendwas anderes. So, und es gibt ja immer eine obligatorische Hörprobe am Ende von einer Buchvorstellung. Ja, und die spiele ich jetzt. Das sind die ersten zwei Kapitel aus dem Buch. Ja, viel Spaß! Der tägliche Trott. Christina Meyer schlich sich ins Haus. Kaum, dass sie die Tür ins Schloss gezogen hatte, hörte sie schon die Stimme ihres Vaters. »Wo kommst du jetzt erst her, Tina? Du bist viel zu spät dran.« »Entschuldigung, es hätte etwas länger gedauert. Ich konnte einfach nicht früher weg,« stammelte Tina. »Wenn du die Zeit nicht einhalten kannst, darfst du nachts nicht mehr in den Club,« mahnte ihr Vater. »Du weißt, dass wir uns Sorgen machen, und das nicht ohne Grund.« Tina wusste es, und es tat ihr leid. Sie verspätete sich nicht mit Absicht. Manchmal vergaß sie einfach die Zeit. Sie versuchte, ihren Vater zu beruhigen. »Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ihr wisst doch, dass ich mit Lucy unterwegs bin. Wir sind zu zweit und haben Pfefferspray dabei. Es wird schon nichts passieren.« »Das sagst du so«, grummelte ihr besorgter Vater. »Wir können unsere Sorgen nicht einfach abschalten. Und es ist ja nicht so, als ob wir dir keinen Freiraum einräumen würden. Nur übertreiben sollst du es eben nicht.« Tina wusste, dass er recht hatte. Und sie wusste, dass er wusste, dass sie es wusste. Dazu gab es nicht mehr viel zu sagen. Sie verzog sich in ihr Zimmer. Am nächsten Tag beim Mittagstisch hieb ihre Mutter in dieselbe Kerbe. »Du weißt gar nicht, wie gefährlich dieses Ausgehen ist. Irgendwelche Typen könnten euch K.O.-Tropfen in die Getränke schütten und euch entführen. Was sie dann mit euch anstellen, will ich mir gar nicht ausdenken. Seid doch ein bisschen vorsichtiger.« Tina konnte diese Predigen schon lange nicht mehr hören. Trotzdem machte sie ein betroffenes Gesicht und nickte, einfach weil sie wusste, dass ihre Mutter sich aus Liebe zu ihr so echauffierte. Das konnte sie ihr nun wirklich nicht übel nehmen. Sie war ihr sogar heimlich dankbar dafür. Auf diese Weise fühlte sie sich geborgen. Auch wenn sie kein großes Gewese darum machte, Tina hörte durchaus auf ihre Eltern. Die beiden Mädchen trafen Vorsichtsmaßnahmen, ließen ihre Drinks nie aus den Augen und achteten gegenseitig aufeinander. In fremden Autos stiegen sie schon aus Prinzip nicht. Aber ein bisschen Spaß wollten sie schon haben. Man ist schließlich nur einmal jung. Tina ginge gerne mit ihrer besten Freundin Lucy tanzen. Sie lernten andere junge Leute kennen und amüsierten sich. Selbst die ein oder andere Anmache störte sie nicht sonderlich. Wenn das verboten wäre, wie sollte denn dann ihr Traumprinz sich ihnen nähern? Die Evolution hatte nun einmal die Sexualität entwickelt. Sich dagegen zu sträuben, hatte doch keinen Sinn. Natürlich störte es, wenn sich die falschen Jungs von ihnen angezogen fühlten, aber oft genug lernten sie auch nette Kerle kennen. Und wo sollte letztlich das Problem liegen? Schließlich konnten sie bei Bedarf Nein sagen und taten es auch. Lichtblicke und Träume. Tina war jung und wollte sich amüsieren.
Zum Amüsieren gehörte auch, mit ihrer Freundin shoppen zu gehen. Wenn Tina mit Lucy shoppen gehen wollte, brauchte sie zunächst einmal Geld. Sie bat ihren Daddy darum. Der kannte das schon und war normalerweise großzügig zur Töchterchen. »Versuch doch mal etwas Sinnvolles damit zu kaufen. Denk daran, das Geld wächst nicht auf Bäumen«, ermahnte er seine Tochter noch. »Nein, aber auf Konten der Väter«, gab Tina lachend zurück und verschwand, während ihr Vater nur lächelnd den Kopf schüttelte. Natürlich kaufte sie lauter unnützes Zeug, völlig überteuerte Fetzen, aber die Dinger waren so cutie cute. Rechtfertigen musste sie sich für ihre Eskapaden schon lange nicht mehr. In dieser Hinsicht war ihr Vater echt cool. Er war auch sonst in Ordnung. Selbst wenn er sie nicht immer verstand, ließ er sie doch ihr Ding machen und unterstützte sie sogar. So sollte es ja schließlich auch sein. Wozu hat man Eltern? Tina konnte sich über ihre nicht beklagen. Die Mädchen probierten die neuen Klamotten in Tinas Zimmer an und sangen ihrem neuen Outfit ein paar Rihanna-Songs. Tina zog Lucy ins Vertrauen. »Weißt du, was mein größter Traum wäre? Ich möchte auch so ein Star werden wie Rihanna. Aber wie soll ich das nur machen? Wie werde ich ein Star?« Lucy kicherte. »Wenn ich das wüsste, hätte ich schon längst gemacht.« Es war ein Traum der Mädchen. Sollte er unerfüllt bleiben? Man sagt doch immer, was man wirklich will, das schafft man auch. Daran sollte es nicht scheitern. Tina wollte wirklich ein Star werden. Ganz wirklich. Sie wollte es so intensiv, dass es fast schon wehtat. So manche Nacht hatte sie in ihrem Bett gelegen und es sich inbrünstig gewünscht. Zu formalen Gebeten hatte sie sich indessen nicht aufraffen können. Das wäre ihr nicht richtig vorgekommen. Wenn es höhere Mächte gab, die die Welt beeinflussen konnten, dann wäre es vermessen gewesen, sie mit so etwas Banalem zu belästigen. Da müsste es schon um Leben oder Tod gehen. So weit war sie noch nicht, dass sie ohne es darum nicht mehr leben zu können glaubte. Aber es gab andere Mittel. Sie hatte von verschiedenen Meditationstechniken zur Steigerung der Konzentration gehört. Das müsste den Willen bündeln. Vielleicht würde das etwas bewirken. Sie hatte es probiert, aber geholfen hat es bisher noch nicht. Immerhin ergab sich aus ihrem Willen eine gewisse Zielstrebigkeit. Sie pflegte ihr Interesse an Musik, hörte dauernd Songs und sang dazu am liebsten Rock und Pop, gerne aber auch Oldies. Die wirklich großen Songs zu kennen, bedeutete ihr viel. Solche Evergreens hatten sich bewährt. Man würde sie noch hören, wenn die Eintagsfliegen von heute längst vergessen wären. Es gab kaum eine Begebenheit in ihrem Leben, zu der sie nicht ein passendes Lied abgespielt hätte oder, wenn das aus irgendeinem Grund nicht ging, zumindest in Gedanken gehört hätte. Ja, sie konnte die Musik in ihrem Kopf hören, selbst wenn sie draußen nicht ertönte. Musik war ihr Lebenselixier. Wenn sie in der Musikbranche etwas werden wollte, sollte sie es zumindest daran auskennen, sagte sich Tina. Recht hatte sie. Gern hing sie, während sie sang, auch Tagträumen nach, stellte sich vor, auf einer großen Bühne zu stehen und zu singen. Tina erzählte Lucy von ihren Träumen und sie lachten gemeinsam darüber. So einfach ging es offenbar nicht. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffte eine gewaltige Lücke. Trotzdem waren sie wild entschlossen. Irgendetwas mussten sie schließlich doch probieren. »Vielleicht sollten wir damit anfangen, dass wir uns wie Stars aufbrezeln«, meinte Lucy. Gesagt, getan. Sie holten ihre Beauty-Cases und schminkten sich, wobei sie sich gegenseitig halfen. Aufgehört wurde erst, als sie restlos mit sich zufrieden waren. In ihren Gedanken waren sie jetzt schon Stars.